Wie erkenne ich mit agilem Projektmanagement Flaschenhälse in meinem Projekt? Aber die Unternehmensleitung meint, agiles Projektmanagement ist viel zu riskant für uns. Doch keine Sorge, man kann auch agile Ansätze in das klassische Projektmanagement integrieren. Wenn täglich mit einem Kanban-Board über den Projektfortschritt gesprochen wird, erkennen Projektmanager auch recht schnell, wo sich Flaschenhälse bilden, das heißt, an welcher Station sich die noch erledigten Aufgaben stauen. Ursprünglich ist Kanban eine Planungsmethode aus der Produktionsprozesssteuerung, die 1947 von Taiichi Ono, einem Mitarbeiter des Automobilherstellers Toyota, entwickelt wurde, um Japan im Vergleich zur USA konkurrenzfähig zu halten. Was bedeutet Kanban? Kanban kommt aus dem Japanischen und setzt sich zusammen aus den Zeichen Kan für Signal und Ban für Karte, also Signalkarte. Die Methode orientiert sich an dem Supermarktprinzip. Sobald der Verbraucher etwas einem Regal entnimmt, wird die Lücke entsprechend der Spezifikation und Menge gefüllt. Um die Kommunikation zwischen dem Bereitstellenden und dem Verbraucher zu ermöglichen, werden Signalkarten verwendet. Japan ist durch die belgische Landschaft räumlich eingeengt, weshalb Lagerbestände die Produktionskosten in die Höhe trieben. Die Kanban-Methode verbreitete sich in Japan daher schnell. Seit den 70er Jahren wird dieses Steuerungskonzept auch in den USA und Deutschland verwendet. David Anderson hat das Konzept 2007 auf die IT übertragen und so den Weg geebnet, nicht nur Produktionsprozesse, sondern auch Projekte mit Hilfe von Kanban schneller und effizienter zu machen. Kanban hilft dabei, den Fluss der Arbeit zu visualisieren. Im klassischen Modell gibt es drei Spalten. To-Do, in die Spalte ganz links werden die Aufgaben eingeordnet, die noch nicht begonnene Tätigkeiten bezeichnen. In Progress wird mit der Bearbeitung einer Aufgabe begonnen, so wird sie in die mittlere Spalte verschoben. Dann, sobald die Aufgabe erledigt ist, wandert sie in die rechte Spalte mit den erledigten Arbeitspaketen. Zwangsläufig entstehen Flaschenhälse, an denen sich die Arbeit staut, erkennbar an einer größeren Menge von Kanban-Karten bei einer Person oder einem Teilprojektteam. An dieser Stelle muss das System dann verbessert werden, beispielsweise durch das Umschichten von Ressourcen oder eine andere Aufteilung der Arbeit. Weitere Details zum Prozess und zum Vorgehen der Kanban-Methode seht ihr im nächsten Video.